Es gibt Kinderserien, die wir nie wieder vergessen werden, wie zum Beispiel SpongeBob, Phineas und Ferb oder auch Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen. Aber dann gibt es auch Kinderserien, die wir einfach nicht mehr im Kopf haben. Eventuell erinnert ihr euch ja an ein paar alte vergessene Kinderserien während diesem Video hier. Wäre auf jeden Fall sehr cool. Und deswegen würde ich auch sagen, beginnen wir auch sofort mit der ersten Kinderserie. Und das wären die Higglestadt-Helden. Diese Serie habe ich halt wirklich komplett vergessen. Und das, obwohl ich sie erstens damals sehr gerne geschaut habe und zweitens sie sogar länger lief als Fillmore. Und Fillmore ist, wenn man ehrlich ist, so eine Serie, die man wirklich auch nie vergisst. Fillmore lief von 2002 bis 2004 und die Higglestadt-Helden von 2004 bis 2008. Das ist einfach fast 20 Jahre her, als sie anfingen. Mann, bin ich alt. Naja. Als ich diese Serie wiederentdeckte, war ich wirklich erstaunt darüber, dass es diese Serie mal gab. Ich hatte die halt wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. In der Serie ging es um die vier Kinder Yubi, Wayne, Twinkle und Kip, sowie das Eichhörnchen namens Fran. Warum auch immer die mit einem Eichhörnchen befreundet waren. Irgendwie waren Eichhörnchen damals so eine Sache. Ne, Candice? Jedenfalls ging es um diese vier Hauptfiguren, die in jeder Folge Abenteuer erleben, in denen sie dann auf die Hilfe von Erwachsenen angewiesen sind, wie zum Beispiel Polizisten, Tierärzten, Busfahrer und so weiter und so fort. Und das waren dann auch die Higglestadt-Helden. Nicht die vier Kinder, was ich tatsächlich auch beim ersten Mal dachte, als ich die Serie wiederentdeckte, sondern die Personen, die einen wichtigen Beruf erlernt haben und damit Menschen oder Tieren geholfen haben. Das war so eine Serie, die glaube ich nicht jeder mochte, aber kennen tut sie glaube ich alle. Zumindest alle, die die 2000er Kinderserien gesehen haben. Wir machen weiter mit Barbaren Dave. Auch eine Serie, die ich erst vor kurzem wiedergefunden habe und diesen, oh stimmt, diese Serie gibt's ja auch noch, Moment hatte. In dem Zeichentrick geht es um Dave, den Barbaren. Wer hätte es gedacht? Der mit seiner Familie in einem fiktiven mittelalterlichen Land namens Udrogot lebt. Seine Eltern sind abgehauen und bekämpfen das Böse. Dave und seine Geschwister sowie ihr Zauberer Onkel Auswelch bekämpfen zu Hause böse Schurken, die es auf die Herrschaft über Udrogot abgesehen haben. Und ich finde es einfach so lustig. Der eine böse Schurke ist einfach ein böses Schweinchen. Barbaren Dave habe ich damals auch gesehen. Das Intro vor allem hatte ich als erstes im Kopf, als ich die Serie wiederfand. Doch das war nie so eine Serie, die ich sehr viel gesehen hatte. Konnte ich auch nicht so wirklich, weil die Serie nur 2004 lief und mit 21 Folgen und eben einer Staffel schneller fortging als so manch anderes. Dazu warum bin ich auch einfach nie so ein großer Mittelalter-Fan gewesen, spielt bestimmt auch dazu, dass ich die Serie nicht so oft gesehen hatte. Aber nichtsdestotrotz ging die Serie klar und es änderte nichts daran, dass sie dennoch vergessen ist. Ihr kleinen Einsteins, die kennt ihr doch, oder? Die vier Kids und ihr Flugzeug namens Rocket, was einfach das Highlight meiner Meinung nach war, ich habe Rocket geliebt, mit dem sie überall hingeflogen sind und wo sie auf die verschiedensten Bilder und Melodien gestoßen sind. Und dort haben sie anhand der Elemente aus den verschiedensten Bildern und unter Ausschnitten aus den verschiedensten Melodien Aufgaben auf ihren Abenteuern gelöst und letzten Endes Probleme beseitigt, um diese besagten Bildern sowie Melodien am Ende vorzustellen. Immer mit dem Appell an die Zuschauer aka Kinder, mitzuraten, mitzusingen, zu forschen und sich aktiv im Geschehen zu beteiligen. Hin und wieder haben sie auch so ein paar Begriffe genannt, die zur Musik oder Kunst gepasst haben, wie zum Beispiel Adagio, was in dem Sinne langsam bedeutet, was ich einfach immer noch weiß. Die Serie habe ich damals ziemlich gerne gesehen. Ich konnte mir zwar bis auf Rocket, die Gesichter der Kinder sowie ein bis zwei Begriffe nicht merken, aber ich habe dennoch immer fleißig mitgemacht, mitgesungen und mich tatsächlich aktiv im Geschehen beteiligt. Und hier hat es auch besser funktioniert als zum Beispiel bei Dora. Denn die Kinder waren einfach besser informiert, beziehungsweise haben sie nicht so wie Dora sich gewundert, wo zum Beispiel die Brücke ist, obwohl sie direkt hinter ihr war. Aber ja, schöne Kinderserie, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Leider ist das auch eine Serie, die man vergessen hat, aber ich denke, ihr wisst, dass sie existiert und ich glaube, ich war nicht der Einzige, der aktiv mitgemacht hat. Das hoffe ich zumindest. So, nun kommen wir zu einem Banger, der jetzt nicht so vergessen ist wie die drei zuvor. Aber ich behaupte dennoch, dass Camp Laszlo euch jetzt nicht als erstes eingefallen ist. Da hat man doch eher, wie bereits erwähnt, Fillmore, SpongeBob, Cosmo und Wanda und andere Dinge vorher im Kopf gehabt. Aber Camp Laszlo war einfach nice. Ich habe die Serie so unfassbar geliebt. Die hat auch einfach einen Legendenstatus, muss man einfach so sagen. Ich meine, nicht umsonst wurde die Serie 2006 für den Emmy nominiert, ne? Aber ja, in der Serie geht es um das sogenannte Camp Kidney, wo Laszlo und seine Freunde Ratsch und Clem, ein Elefant sowie ein Rhinoceros und viele andere Tiere versuchen bei ihren täglichen Abenteuern jede Menge Spaß zu haben. Was leider nicht ganz so gut klappt, denn das Camp wird geleitet durch den strengen Fernleinführer Lumpus, das ist der Boy hier, aber sie versuchen es jeden Tag aufs Neue und erleben wie gesagt die verschiedensten Dinge mit den verschiedensten Mitcampern. Und die Serie habe ich damals einfach so geliebt.
Sie war teilweise echt random. Allein die erste Folge mit diesem Seetangigel oder was es war, ein Lasluskorb, was immer größer und größer wurde. Und er irgendwie anfing, Hai zu werden oder so, I don't know. Oder die Folge mit dem Tanzzapfen Wettsitzen, was mich damals komplett verstört hat. Dennoch hatte ich mit der Serie unfassbar viel Spaß und ich liebe sie bis heute. Und nun kommen wir zu der letzten Kinderserie auf dieser Liste. Falls ihr übrigens noch weitere vergessene Kinderserien kennt, über die ich in einem möglichen zweiten Teil sprechen soll, dann schreibt mir das am besten hier unten in die Kommentare und wenn viele Serien genannt werden, werde ich einen zweiten Teil für euch gerne aufnehmen. Aber ja, die letzte Serie für heute ist Dragon Hunters, die Drachenjäger. Und ich hoffe wirklich, dass die Serie bei vielen von euch noch bekannt ist. Denn diese Serie war einfach so unglaublich geil und vor allem die Welt war immer wieder faszinierend. Alleine aber auch das Intro. Ich meine, viele Intros von damaligen Kinderserien sind nice, aber das Intro der Drachenjäger beamt dich einfach sofort ins Geschehen dieser Serie, das glaubt man gar nicht. Das ist einer meiner absoluten Lieblingskinderserien, die ich mir immer noch und auch immer wieder super gerne anschauen kann. Sie ist halt nicht nur für Kinder, sondern auch, wie ich finde, für Jugendliche bzw. auch für Erwachsene, weil sie einfach so viel mehr verkörpert, als eine Kinderserie zu sein. Sie ist auch so viel mehr, als einfach nur, wie der Name schon sagt, Drachen zu jagen. Ja, die Freundschaft zwischen den beiden Hauptcharakteren, gewiss Dolian Shu, im Zusammenspiel mit dem kleinen blauen Drachen Hector, ist ein wichtiger Bestandteil dieser Serie und das merkt man auch einfach sofort. Ich glaube, die Drachenjäger kennen weniger Leute als Camp Laszlo, aber falls ihr es nicht kennt, schaut euch das auf jeden Fall an. Ohne Witz, ihr werdet das safe nicht bereuen, vertraut mir. Diese Serie ist in dieser Liste drin, weil das doch leider eine Serie war, die nur 2 Jahre lief, nämlich von 2005 bis 2007 und dann einfach gar nicht mehr und dadurch könnte sie bei euch in Vergessenheit geraten sein. Ich muss auch zugeben, obwohl das einer meiner Favoriten der Kinderserien ist, habe ich diese Serie ebenfalls eine sehr lange Zeit nicht mehr im Kopf gehabt. Doch als ich den Namen der Serie dann irgendwann nach Jahren wieder gelesen hatte, konnte ich nicht anders als zu staunen und zu grinsen. Diese Serie ist auch tatsächlich der Grund für dieses Video und ich bin zum einen wirklich dankbar, dass ich diese ganzen Serien und noch viele, viele mehr damals gesehen habe und zum anderen bin ich so froh, dieses Video gemacht zu haben und dadurch einfach selber eine komplette Nostalgie erfahren habe.